Wir sind der Frische Markt Schreiber, ein Familienunternehmen. Wir betreiben hier ein Edeka im Ort Spröze und wir gehören zu Buchholz in der Nordheide. Wir haben 2500 Quadratmeter. Eröffnet haben wir am 2. August 2017. Gebaut hatten wir ungefähr eine Bauphase von anderthalb Jahren und sind jetzt wirklich angekommen und freuen uns über diesen neuen Markt. Unser Vater hat mit der Volksbank schon seine Objekte finanziert. Da ist es einfach gewachsen. Das Vertrauen war über Jahre hinweg wirklich erarbeitet und war immer schon vorhanden. Deswegen gab es für uns eigentlich auch keinen anderen Weg, im Endeffekt als mit der Volksbank diesen Weg zu beschreiten. Ich bin auch sehr stolz, das begleitet zu haben, diese Finanzierung hier und das ganze Vorhaben, weil einfach ja, die Werte auch sehr gut zusammenpassen von der Familie Schreiber und von der Volksbank Lüneburger Heide. Die haben uns wirklich vom ersten Spatenstich, von der Grundidee über die Finanzierung bis jetzt im Endeffekt zur Überwachung begleitet. Und das, glaube ich, das war der Weg, den wir auch gehen mussten. Und wir haben es auch nicht bereut. Das ist eben ein großes Projekt hier in der Region gewesen. Und gerade auch die Verbindung aus Supermarkt und aus Volksbank, Schaffung des neuen Ortsmittelpunktes hier in Spröze, das ist einfach schon ein herausforderndes Projekt gewesen. Dass wir die Volksbank hier mit rübernehmen, halt, um halt für alle den Standort zu festigen. Das heißt, unsere Kunden sind Kunden von der Volksbank, Volksbankkunden sind unsere Kunden und kurze Wege für den Kunden eben ist das, was wir halt vorantreiben wollen. Es ist ja auch nicht alltäglich, dass eine Bank noch im Endeffekt eine Filiale in einem kleinen Ort weiterführt. Und ich glaube, diese Synergien zwischen unserem Kundenstamm, den wir haben, und dann auch im Endeffekt gemeinsam vielleicht mit der Volksbank das teilen, das ist, glaube ich, das Positive an einem Standort, dass wir das so realisiert haben und auch im Endeffekt wir alle, ich glaube, die Früchte ernten können. Und das ist eben das, was uns ausmacht dann auch, als großes Ganzes.